Moin moin und hallo, kommen Sie rein, können Sie zuschauen. Wir vertreiben Ehefrauen, heute auch ganz offiziell. Doch wie wir das machen, werden wir erst in dieser Folge irgendwie rausfinden. Denn wir müssen die Ehefrau des Hausmeisters loswerden, die uns den Weg versperrt in das nächste Zugabteil. Dieses Abteil hier haben wir durchsucht, da war nichts. Also schauen wir, ob wir nach links kommen. Der Geist des Hausmeisters ist immer noch irgendwo. Am besten gehe ich ihm aus dem Weg. Ich muss immer noch eine Möglichkeit finden, seine Frau wegzuschicken. Oh, wir leuchten wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Der Anhänger, ouch. Das bedeutet, etwas nähert sich. Es ist der kleine Junge, der mit seiner Mutter unterwegs war. Nicht, dass er mir etwas Böses will. Was möchtest du denn, Kleiner? Brauchst du Hilfe? War das ein Ja? Was war denn das? Oh, wir leuchten wieder. Der Anhänger, er brennt wieder. Was war das? Das kann doch nicht der kleine Junge gewesen sein. Oh. Oh. Wow. Aber jetzt, gut, jetzt kommen wir wenigstens hier rein. Danke, kleiner Junge. Was ist mit der Tür? Jetzt liegt die Abteiltür auf dem Boden. Sie ist zu schwer, als dass eine Person sie bewegen könnte. Aber der Junge hat sie doch. Okay. Oh, sind das wieder so creepy Puppen oder ist das ein Salzstreuer? Ein Schrein aus kleinen Steinpuppen. Ojitsuzama-Puppen? Die sollen doch Kinder beschützen. Wie einfach jeder hier weiß, was für tausend verschiedene Arten von Puppen es gibt. Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach so japanische Kultur. Die soll doch Kinder beschützen. Die hier sind kaputt. Eine hat keinen Kopf und eine andere fehlt ganz. Also müssen es immer drei sein. War das Ding deswegen hinter dem kleinen Jungen her? Weil die Statuen kaputt sind? Deswegen braucht er also Hilfe. Ich muss die Puppen finden. Och, nicht schon wieder. Davon habe ich noch keine gesehen. Vielleicht hilft mir Sans Anhänger, sie zu finden. Ein unvollständiges Set Ojisama-Puppen. Ja, und dahinter das. Ne, da können wir. Vielleicht war das auch in einem anderen Abteil. Irgendwo war ja so ein Schacht oder so zu einem anderen Raum, den wir bisher nie öffnen konnten. In das Zimmer möchte ich wirklich nicht wieder rein. Aber ich befürchte, dass Yuta da drin ist. Aber ich befürchte, dass Yuta da drin ist? Okay. Ich dachte, weil Yuta da drin ist. Naja. Ist versperrt. Wie kann man. Nee. Ich glaube, wir müssen darauf achten, ob wir irgendwie rot leuchten. Der Geist des Hausmeisters ist immer noch irgendwo, ja. Oh. Der Anhänger war hier. Hier ist etwas drin. Gott. Ja. Ein schmutziges, knochentrautes Waschbecken. Du alte Toilette. Unter dem Spülkasten steckt etwas. Ha. Ojitsuzama-Kopf. Da ist es. Angucken, können wir was machen. Ein Steinkopf für eine Figur, die Kinder beschützen soll. Nichts passiert. Jo. Können wir den direkt installieren? Jo. Aber es fehlt immer noch eine ganze. Ein unvollständiges Set, okay. Es fehlt noch eine ganze Puppe. Steht da noch was im Tagebuch? Nö. Melancholische Komposition. Jo. Schauen wir mal weiter. Hier konnten wir noch rein, aber. Auf beiden Toiletten? Hey, der verbrennt mich ja. Oh. Die Mutter hat es eingeschlossen. Nein! Sie ist versperrt. Hilfe, Hilfe! Was war das? Oh nein. Ist das Blut?
Na, gucken wir doch mal. Gefüllt mit Blut. Ja, nice. Ich weiß nicht, wie viele davon ich noch ertrage. Von den Waschbecken. Jetzt können wir raus. Hä? Kann man das Blut irgendwie nutzen oder so? Ich meine, ich will jetzt keine satanischen Rituale hier triggern, aber für irgendwas muss das doch gut sein. Oder war das nur, um uns an Schrecken einzujagen, was überhaupt nicht geklappt hat? Leuchten wir noch irgendwo? Nein. Ah, hier geht's schon raus. Sie ist immer noch hier. Wie kriege ich sie hier weg? Ich spüre den Anhänger. Irgendwas ist hier in der Nähe. Aha. Wahrscheinlich die Puppe. Und wenn wir die Puppen vollständig haben, dann finden wir irgendwas, wie wir... Hä? Was ist da unter den ganzen Flaschen? Aha! Aha! Same. So, zurück. Wir joggen durch den Zug. Nein, falsche Taste. Wo war das hier? Was drin? Ne, genau. Ich hab hier euren Kumpel wieder. Ich habe sie zusammengesetzt, aber irgendwas fehlt. Irgendwie sind sie so nackt. Ach, wir hatten doch hier diese... Genau, wir hatten noch diese Tischdecke da. So eine zerfledderte Tischdecke. Vielleicht können wir die... Ach, ich verdrück mich gerade. Sorry. Vielleicht können wir die Tischdecke nehmen. Ich weiß ja nicht, wie die Puppen in echt aussehen sollen. Aber hier war eine Tischdecke, eine zerfledderte. Dann nehmen wir die und dann machen wir da irgendwie ein Kleid raus oder so. Hallo? Nein? Zerfledderte Überreste, können wir die irgendwie zerschnibbeln? Ich brauche nur ein paar Streifen davon. Ha. Perfekt. Weißer Stoff. Ja, so weiß sieht die jetzt hier nicht aus, aber gut. Die inneren Werte zählen. So, ihr kleinen Racker. Da. Nichts ist passiert, das muss falsch gewesen sein. Ich muss etwas anderes tun. Ah. Wahrscheinlich brauchen die roten Stoff und wir wissen, wo wir rote Farbe herkriegen. Der Anhänger wird warm. Hier drin ist was. Ja, rote Farbe. Wenn man nur fest dran glaubt. Ich kann kaum glauben, dass ich das mache. Die Stoffstreifen sind voller Blut. Schick. Ich muss mich übergeben. Dann mach. Oh. So. Jetzt aber... Hey Boy. Hey, Hausmeister. Ja, ist gut. Yay! Hm. Der Ujitsusama-Schrein öffnet sich an... Im Ojitsusama-Schrein öffnet sich eine Schublade. Zerrissenes Familienfoto. Die arme Familie. Ich frage mich, was sie getrennt hat. Vielleicht ist die Frau des Hausmeisters deswegen so traurig. Vielleicht hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Ehe mit dem Hausmeister aufs Spiel setzt und die beiden trennt. Haben wir das Foto jetzt dabei? Dann können wir ihr das wahrscheinlich zeigen. Herbaum. Wer ist denn jetzt auf dem Foto zu sehen? Das ist der Junge und die Frau. Also die Mutter des Jungen. Wer ist denn dann der Mann? Ist denn der Mann der Mutter? Ist denn der Liebhaber von der Frau des Hausmeisters? Wissen wir denn, wer der Mann war? War das der Arzt? Ich weiß es nicht mehr. Nun, Hauptsache, wir können die Frau hier weg. Weg, husch! Sieh dir das an! Husch! Bist du deswegen wütend? Ist es das, was dir und deinem Mann geschehen ist? Der Mann?
Aber das ist doch die Frau des Hausmeisters, das ist doch nicht die Mutter des Jungen. Und auf dem Bild ist aber ein Junge. Hä? Ich habe ja auch irgendwo nicht aufgepasst. Das Foto beginnt zu brennen und zerfällt nach wenigen Sekunden zu Asche. Die Frau auch. Ich wollte ihr nicht so wehtun, aber ich muss zu Kanae. Auf den Trick falle ich nicht wieder rein. Oh nein, was jetzt? Ach so, die Tür ist zu. Hä? Kazuki? Bist du das wirklich? Was zum vermaledeiten Teufel, Saki? Oh ja, du bist es wirklich. Wo warst du denn? Das ist nicht so einfach zu erklären. Oh ja, glaub mir, wenn ich sage, ich weiß, was du meinst. Wir können später reden. Kanae? Kanae? Wo ist sie? Das versuche ich dir ja gerade zu sagen. Sie ist im nächsten Wagen in einem Zimmer eingesperrt. Vielleicht kannst du mir helfen, sie rauszuholen. Ich trete die verdammte Tür ein, wenn es sein muss. Es kann sein, dass du das wirklich musst. Komm. Über das Zimmer des jungen Komponisten, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Hier war was? Müssen wir nicht. Ja, mein Gott. Kanae, bist du noch da? Ich bin zurück und habe Kazuki mitgebracht. Kazuki? Hier bin ich, Schatz. Oder hier bin ich, wie auch immer. Was zum. Meine Fresse, Saki! Verdammt, wir brauchen ein Brett oder so, wenn wir darüber wollen. Machst du Witze? Wir sollten uns von dem verdammten Ding fernhalten. Leute, was ist hier los? Alles gut. Wir brauchen nur einen Augenblick. Vergiss es, ich mach da nicht mit. Ja. Und deine Freundin? Kazuki, nein! Oh, toll gemacht, danke. Was geht denn da draußen vor? Kazuki ist losgegangen, um Hilfe zu holen. Ja, Sigi ist er das. Was? Jetzt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warte. Warte einfach noch etwas. Er kommt schon zurück. Ich muss mich inzwischen um etwas anderes kümmern. Oder um jemand anderen. Ich sollte Kazuki herholen und dann darüber nachdenken, was wir mit dem Geist machen. Ja. Die Überreste eines Wäscheschranks. Er enthält zwei Handtücher, die noch halbwegs brauchbar sind. Aha. Jo. Wow. Oh. Okay, wir doch rein. Jemand oder etwas ist da drin. Die Schreie. Ich muss den Leuten da drin helfen. Das klingt nicht wie Schreie von Leuten, denen man helfen sollte, sondern Leuten, von denen man weglaufen sollte. Hallo? Meine Güte, was hat das denn so lange gedauert? Aber Sir, ich habe eine Frau gehört, sie hatte starke Schmerzen. Hör auf zu jammern und komm rein. Hä, was war das? Ein verfaultes Notenblatt mit einer kurzen handschriftlichen Melodie. Aber wir haben kein Klavier in dieser Welt. Ein alter Schrank. Nichts, doch. Meine Güte, was hat das denn so lange gedauert? Na endlich. Hast du Handtücher mitgebracht? Die Frau verblutet noch. Ich brauche mindestens drei. Ah, Herr Doktor, was geschieht da? Moment, eins kann ich dir geben. Nichts passiert, was? Mindestens drei. Okay, ein 1 haben wir jetzt. Na super. Es gibt keinen Grund, ja. Weiß ja doch. Aber warte mal, konnten wir da noch welche holen? Nein. Jetzt, wo wir wissen, was wir brauchen. Die Überreste eines Wäscheschranks. Ein Handtuch ist noch nicht verschimmelt. Ja, gut. Brauchen wir noch eins. Ist das auch relativ offensichtlich hier? Nee. Nö. Nö. Halt.
Weiter nach links, weiter nach links. Okay. Hier muss doch bestimmt auch so ein Wäscheschrank sein. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Können wir hier die Tischdecke nochmal nehmen, diese zerfletterte? Sind da noch Stücke von über? Ja, kann ich das... Achso, muss ich wieder abschneiden oder was? Ich glaube, das reicht. Aber wir haben noch erst zwei. Das reicht ja eben nicht. Da bist du ja. Was war das? Es tut mir leid, Saki. Ich bin einfach nur ausgeflippt. Ach ja. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich war in dem Zimmer. Und dann habe ich von nebenan Husten gehört. Und dann einen Streit in beiden Zimmern. Aber ihr wart das nicht. Ich habe wirklich total Panik geschoben. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, um zu Kanae zu gelangen. Zu zweit müssten wir die Tür aufziehen können. Meinst du, ich kann es nicht zusammenreißen, damit wir Kanae helfen können? Klar, ja, okay. Er ist verschlossen und den kriegen wir auch nicht auf. Nee. Können wir erst das Handtuch holen oder können wir erst die Tür aufmachen, ist die Frage. Nur alte Toilette, aber keine Handtücher oder so, ne? Schade. Das Zimmer möchten wir nicht. Vielleicht können wir das Handtuch auch erst holen, wenn... Wobei, wir konnten in den Schrank hier irgendwas machen. Sind da Ersatzhandtücher drin? Eine der Schubladen ist offen. Aha! Aha! Aha. Jetzt aber fix. Gewesen. Ich glaube, ich weiter rechts, ne? Hier irgendwo war das. Ja, ich kann gar nichts. Oh. Nö. Mann. Verdammt, ich muss sie loswerden, bevor Kazuki wieder rein kann. Toller Freund, echt. Ein alter Schrank. Ach so, ja, Moment. Ich bin da. Nichts passiert, hä? Was schon zu spät für sie, das sollte helfen. Denkt daran, Morris darf davon nichts erfahren. Was geschieht da? Eine grausige und stark schwangere Leiche liegt in der Badewanne. Plagte Geist schwebt in der Nähe und hält sich den Bauch. Sie greift nicht an, aber sie lässt auch niemanden vorbei. Was ist denn los? Bist du krank? Können Geister Bauchschmerzen haben? Bauchschmerzen? Oder Schwangerschaftsschmerzen? Was machen wir denn jetzt? Wir können wieder zu Kazuki, aber das nützt uns auch nichts, ne? Wir haben wieder so eine traurige Melodie. Eine melancholische Komposition, aber wir haben kein Klavier. Können wir nochmal was mit den Flaschen machen? Nö. Okay, aber wer ist denn die Frau, die da liegt? Ich würde sagen, das Einzige, was wir aktuell machen können, ist wieder zu unserem Lieblingstelefon zu laufen und uns für diese Folge zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.